Hallo. Oh, keiner da. Ich schleiche mal rein. Oh, das ist ein Hirnstamm. Kann man anfassen. Ich fasse es mal an. Hallo Hirnstamm. Oh. War nicht so gut. Irgendwer hat Konzentration verloren, aber ich weiß nicht worauf. Da ist irgendwas Gegnerisches, das sich bewegt. Zwei Intellektverschlinger. Soll ich versuchen, sie zu überraschen? Ich versuche sie mal zu überraschen. Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? Ist denn eine Sequenz? Ich hatte gerade eine Sequenz, aber ich weiß nicht, warum ein wir jetzt. Der Asteroid ist aufgetaucht, um uns auf den letzten Metern auszubremsen. Wir müssen irgendwie hoch zum Nessa hingelangen, ehe wir überwältigt werden. Ach, wo ist er denn aufgetaucht? Richtige Frage. Hier nämlich ich glaube, wir müssen eh auf deiner Seite rüber hoch, weil hier geht's nicht hier weiter. Hier ist so ein roter Kreis. Ja, wo? Doch, da kommt man doch hoch, oder? Und so ums Eck. Dann könntest du hochspringen. Ach so, hier meinst du, okay. Ja. Denke ich. Geht's bei dir leichter? Ne, das ist eine Tür. Wissen wir nicht, was dahinter ist. Aber ich glaube, hier ist so ein. Kann das sein, dass uns das Ding bombardiert? Kannst du mal anzeigen, was du meinst? Ich. Ja, ist hier nicht so ein roter Kreis außenrum sozusagen aufgetaucht? Ich weiß es nicht. Nee, der war schon. Der war schon. Okay. Ja, im Moment sind wir ja noch nicht im Kampf. Ich weiß auch nicht, ob wir den rundenbasierenden Modus jetzt verlassen sollen. Speicher mal. Ich speicher mal. Verlass man mal, oder? Ja, verlass man mal. Wahrscheinlich rennen die uns hinterher. Ich überrasche jetzt mal die Gegner da oben. Ah, schau, die bombardieren uns tatsächlich. Hui. Jetzt sind hier so Kreise. Aber die sind gar nicht überrascht, die Gegner. Doch, der eine. Kann ich darüber springen? Ja, meine Dryade wahrscheinlich nicht nach oben weg mitnehmen. Spuren ist gehen.
da ist auch so ein Kreis. Ne? Ja, ich müsste aber nicht drin stehen, glaube ich, oder? Nö, du stehst nicht drin. Aber da oben auch nochmal. Ja, an den komme ich jetzt gerade noch nicht hin. So, ich denke mal, wir schauen, dass wir alle aus den Kreisen rausbringen, oder? Ja. Survival is all that matters. Yeah. These boots have seen everything. Also. Ach, Schattenhetz ist gar nicht im Kampf. Gut. Der Diva ist weit weg. Scheiße. Ah, der Idiot, der kann auch fliegen. Warum ist er nicht hinterher geflogen? Der macht noch Urlaub. Ah. So, jetzt komm her. Witzig, wie die Leichen immer nochmal zappeln. Da kommt er angeflattert. Und ist nicht dran, alles klar. Wenigstens steht er nicht in der... Ja. Explosions... Gegend drin. So, wir sind dran. Ja, aber das Ding ist noch nicht explodiert. Ich weiß nicht, wann das. Einfach, oder? Ja. Also, ich meine, theoretisch kann ich auch weiter fliegen noch. Kommst du bis darauf, aber nicht alle. Ich meine, hier. Nicht alle, ne? Hier wäre, glaube ich, ein Platz. Ja. Der nicht explodiert, aber oh, ich weiß scheiße, nicht. Man kommt da auch nicht. Kann man da gar nicht rauf? Ich weiß nicht, ob ich. Naja, doch, aber. Ich weiß nicht, ob alle da hoch können. Zur Not könnte ich uns ein Portal machen für alle. Also, ich komme, denke ich, mit meinen. Mit den wichtigen komme ich hoch. Aber wer hat ein Stufe 6 Ding? Ja, das ist doof. Schauen wir halt mal. Ich komme nicht darauf. Glaube ich. Ja doch, mit meinem Zauber ja, komme ich mal auf. Wenn wir nur ein paar hochbringen müssen, dann können wir das mit den Dimensionstoren machen, mit der Rolle. Da müssen wir dann nicht die großen Zauber verwenden. Ach stimmt, da gibt es auch eine Schriftrolle. Hab ich die? Ich hab die nicht. Nee. Ich glaube, ich habe da zwei. Ich habe nur das kleine. Ja, notfalls meine Dryade könnte ich nochmal neu beschwören. Der Elementar kommt. Also ich komme auf jeden Fall hoch, wenn, dann bräuchten wir es eh bloß für deine. Also das kriegen wir schon irgendwie hin. Denke ich. Na gut, die Zombies muss man nochmal umdrehen. Kann ich auch nochmal neu bauen.
notfalls. Ich laufe jetzt mal hier hin, in der Hoffnung, dass ich da nicht runtergeschleudert werde oder irgend so ein Scheiß. Oder ich laufe da hin. Was ist das da oben für eine Markierung? Ist das auch so ein Beschuss oder ist das was eine andere Markierung? Ich glaube, da müssen wir hin. Das ist unser Ziel. Dann würde ich sagen, ich teste gleich mal, ob das unser Ziel ist. Mhm. Das ist allerdings irgendwo so ein Gedankenschnur rumgekrabbelt. Da oben kommt nochmal eine Tür. Und da oben ist dann nochmal ein Hirnstamm. Hm. Ja, das ist ein Kampf, aber. Geh da mal lieber weg, vorsichtshalber. Wer weiß, was da passiert. Was schaut denn jetzt da? Nee. Auf. Siehst du die Laselle? Steht ganz. Ja. Okay, warte. Die kann ja nicht fliegen, aber die kann hüpfen. Okay. Ist halt sehr stark. Hat gut viel Kraft in den Beinen. Ja, den ihren Trainingsplan, glaube ich, benutze ich jetzt mal für meine Leute. Was machst du für deine Leute? Die machen jetzt mal den Trainingsplan von der Liselle. Achso. Ja. Lass sie das ruhig machen. Weiter. Aber er kommt noch bis da hoch. Nein, da wird mein Mumie gerade hin. Warte, dann geh ich weg. Ich kann noch mal ein Stück laufen. Echt ordentlich gebufft. Mein Groot. Ach, der Diva. So eine Flasche. Soll ich jetzt schon hochspringen? Aber dann kann ich halt niemanden mehr mitnehmen. Hm? Was war das für ein Zeichen? Was willst du mir sagen? Dass ich da hin soll? Das kannst du hier auch nicht hochspringen? Doch, da, ich kann mich schon hochzaubern, aber. Nein, ich meine, normal springen geht auch nicht von. Das hier weg. Ah ne, da, okay, da kannst du dich selber nicht hinstellen. Wahrscheinlich geht es nicht. Ah, das kann ich nicht, glaube ich. Ja. Ich könnte mit diesem Sprung, verbesserten Sprung, könnte ich vielleicht hochspringen. Ja, ich weiß nicht, was du neu beschwören kannst und willst da oben.
Naja, Hauptsache ich nehme die Mumie mit. Der Rest wäre jetzt nicht so tragisch. Der Deva kann ja eh hochfliegen. Ja. Aber ich kann gerade auch keine Zauber wechseln, glaube ich, ne? Nee. Tja. Da das hier als Kampf gilt, kann ich gerade keine Zauber wechseln und sowieso niemanden mitnehmen. Außer, Moment, ah, ich habe eine Schriftrolle, Moment. Doch, das geht. Dann benutze ich die. Du nimmst mit die Mumie, oder? Die nehmen die Mumie mit, genau, und dann stellen wir uns da oben hin. Ihr könnt hoffentlich von da rüberspringen auf die andere Seite. Ja, die Mumie schon, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ja, ich kann mich notfalls rüber teleportieren, das ist nicht das Problem. So, die Zombies, ja, keine Ahnung, die können es probieren. Schaut mal, ob ihr überlebt. Hier ist dran. Tja. Die können weit laufen, wenn die sprinten. Schattenherz ist nicht mehr dran. Kann sein, dass die Zombies da sogar hochspringen können. Ach, schau an. Gut, dass wir da nicht stehen. Hm? Eieiei. Warte mal kurz. Ich überlege gerade. Ach, ich bin gar nicht dran. Schade. Okay, dann vergiss es. Ja, aber keine Ahnung, was ich mit denen jetzt mache. Kannst du sie runterstoßen? Ja, das war jetzt die Idee. Ich weiß nur nicht, wie weit die fliegen. Okay, jetzt weiß ich nur weg. Immerhin liegend. Zwei Züge. Ah, sehr gut. Noch mehr Gegner. Ach, da ja, unten jetzt. Ums Eck stehen noch welche. Und ganz unten sind noch welche. Ganz unten. Ja, ja.
Die warten noch darauf, dass sie dran sind. Lebt er noch, der sitzt da, liegt er da daneben. Ist ja gar nicht runtergefallen. Hm? Wo sitzt einer da? Ach, da liegt ja noch einer, stimmt. Aber die sind beide zwei Runden liegend. Ach, schade. Hä? Oder auch nicht? Ja, genau, in die Brühe reingehüpft. Gute Sache. Oben sind auf jeden Fall auch nochmal zwei. Beschwörer des Baal und Beschwörer von Bane. Warum? Die müssten ja auf deiner Seite sein. Also der Baal auf jeden Fall, ja. Der Balltyp. Oh, Vorsicht, da wo Lizelle steht, ist ein Ring. Ja, ich hab die noch nicht. Ich glaube, wenn die Statue hier kaputt geht, dann fällt die um und man kann so hochlaufen. Wieder. Möglich. Dass die nach vorne einfach umfällt und du kannst hochlaufen. Mhm. Ich glaube nämlich schon. So. Aber der Zombie kann da sogar hochhüpfen. Jetzt lasse ich ihn da stehen. Wahrscheinlich steht der Zombie jetzt im Weg, oder? Ja, aber du kannst den ja auch recht woanders hinstellen. Oder? Ja, da ist überall dieses Zeichen. Ja, ja, eben, deswegen sage ich ja, du kannst den ja schlecht woanders hinstellen. Also schlecht, ja. Nee, lass, das geht nicht. Ich glaube, der Platz reicht. Müssen wir ja nicht unbedingt. Kommen wir nachher an. So vielleicht? Ich habe schon abgeworfen. Passt schon. Okay. Oh. Was ist das jetzt? Ah, das Gehirn blabert hier rum. Es wird schon sehr, sehr viel hier gerade. Die sind noch gar nicht im Kampf, die Beschwörer da oben. Naja, aber ich würde jetzt hier ums Eck gehen trotzdem, ich muss ja fast. Ja, ja, wir müssen alle. Mal schauen, ob die reagieren oder nicht. Ja, die sind auch beide gegen uns. Mit welcher Begründung auch immer. Die haben es halt nicht mitgekriegt. Haben die E-Mail nicht gelesen. So. Ja,
Folge ihn. Nieder! Bei euch. Können wir noch eine Sicherheit stellen? Nicht wirklich. Warten wir mal kurz, was meine anderen noch so machen können. Haben wir jetzt unter deinen Zombies steht nichts mehr, oder? Da sind keine Gegner mehr. Doch, da sind noch. Keine eigenen von uns, meine ich. Nee. Was sind die? Ja, da kommen noch mal welche. Ja. Orpheus, mein Freund, vergessen. Ah, die liegt beim Boden, das ist gut. Der Orpheus kann darf aber nicht stehen bleiben, ne? Nein, nein. Sag's mir. Okay. Ich habe schon gedacht, das müsste eigentlich Schaden machen. Und dann kam der einfach nur verzögert. Nein, das wollte ich gar nicht. Nein! Halt! Warte. Irgendein Schadenszauber drin? Ich hab, glaub ich, gar keinen Schadenszauber drin mit dir. Na, ich könnte Zauber verbrauchen, aber weiß nicht, ob das Nein. Sinn macht. Der Sel fliegt heran. Mhm. Huch. Blablabla. Die Mumie immer noch nichts machen da. Ja, die ist nicht dran. Die ist erst hingelaufen. Aber der hintere. Warte mal. Der Zombie meinst du? Der kann jetzt weglaufen. Achso, ja, kann man nicht. Allerdings. Aber der steht, dürfte ja noch nichts hochgehen. Das war doch erst eine Runde später, oder? Ich glaube, wenn er jetzt rüberspringt, da dürfte noch nichts hochgehen. Ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwie müssen sie ja da durch. Ich habe hier keine andere Option, als da hochzuspringen.
Dass ich mit dem auch in die Suppe reingesprungen war, das wäre schlau. Naja. Kannst du dich jetzt noch bewegen? Nee. Okay. Tut mir leid. Macht nix. Können die darauf springen? Nee. Die können alle nur auf dieses eine Simster springen, ist echt. Schaden. Oh doch, Mist. Der hat deinen Baum kaputt gemacht. Der schießt doch gleich überall hin. Eieiei, die scheue ich uns aber rum. Wir könnten ja im Prinzip auch zu dem Hirnstamm reinlaufen. Hier müssen wir rein, oder? Ja. Ja, da müssen wir sowieso hin, glaube ich. Woanders kommen wir ja nicht mehr hin. Ja, eben. Mach mal die Tür auf, oder? Ja, mach. Ist ja eigentlich nichts der Hand. Weiter. Huch. Oder doch? Ah. Ja, dann lass uns das doch machen. Ja, warum nicht? Oh, gut. Ah. Praktisch. Okay. Gut, dass wir uns da so viel Gedanken gemacht haben. Mhm. Speicherst du mal? Ja, ja. Er hat er sowieso automatisch. Möchtest du den Hirnstamm anfassen? Ja, ich hoffe, ich werde schlauer dadurch. Wenn du da rauskommst, wo du stehst. Bereit, dem Nesselhirn entgegenzutreten, ja, was soll man sonst tun? Hey, Kettle, schön, dass du reinschaust. Du hast gedacht, wir sind schon fertig? Nee. Ich habe gerade deine Nachricht um 5 Minuten übersehen. Cool.
wollte noch nie einen Hirnstrang hochklettern. Immerhin habe ich Krallen an den Füßen, oder? Nee, ich habe Schuhe an. Das ist wie die Bohnenranke. Wo klettern wir da hin? Hey! Freunde? Fliege ich jetzt allein oder was? Ah, nee. Gut. Warum hat der Lila mehr Augen? Ich weiß nicht. Vielleicht wurde er beherrscht gerade. Ich bin da gerade ein bisschen rumgeklitscht. Bist schon wieder abgehauen hast. Ich hab zu lange gebaut. Oh, tut mir leid. Schade, dass du schon wieder weg bist, Kell. The crown of Karsus, the site of power, the site of domination. The Netherstones. Perhaps if we use them here, they'll work this time. Ja, bestimmt. Ach, er. Ah, den kennen wir doch. Hoppla. Ich mag seine Augenfarbe. Oh. That's the person from my dreams. I know you. I know everything about you. Your thoughts. Your feelings. Your weaknesses. And so do they. The crown, up ahead. Cast the spell and break the will. Ja, Kadel, bei mir ist alles fit. Und bei dir? Oh, ein roter Drache. Ein unterworfener roter Drache. Ist aber psychisch unterworfen, wenn wir... Ah, wird von einem Nesser hingesteuert. Hm. Jetzt könnten wir Verbündete herbeirufen, glaube ich. Wäre sicher nicht die schlechteste Idee. Oder soll ich... Warte, was macht denn eigentlich göttliche Intervention? Damit kannst du uns auch während des Kampfes eine lange Rast verschaffen, glaube ich. Goldene Großzügigkeit kann uns mit einem Schatz an Tränken und Lagervorräten versorgen. Eine legendäre Waffe, geschmiedet im Feuer eurer heiligen Bindung, okay. Ich kann uns mit der Hälfte unserer Trefferpunkte wieder auferstehen lassen, bei allen Verbündeten. Und es stellt die Trefferpunkte wieder her, als hätten sie eine lange Rast gehabt. Aber ich weiß nicht, ob es die Fähigkeiten wiederherstellt. Ja, ich glaube schon. Okay. Ich meine, ich habe das mit der... bei dem Kampf mit dem... Teufel... mit Raphael, mit der Hoffnung gemacht. Und ich glaube, das hat alle Fähigkeiten wiederhergestellt. Okay, aber damit würde ich dann wahrscheinlich noch warten jetzt. Ja, ich könnte einmal gleißenden Schaden machen mit bis zu 80, aber das ist im Gegensatz zu dem anderen eigentlich nicht so gut, ja. Also ich würde jetzt, glaube ich, auch die Verbündeten beschwören. Mhm. Ist das eine Aktion? Nee. Dann müssen wir vor zu der Krone, oder? Und dann muss der Orpheus, der hat einen Zauber dafür. Ah, okay. Ja, dann die muss... Krone kontrollieren. Genau, dann muss er die Krone anfingern. Wo ist denn das Ding, wo wir hin müssen? Ich sehe es nicht. Ich nehme an... Sitzt der Drache da drauf? Da. Oh, nee. Ganz am Ende. Ach so, weil die Krone kann man ja nicht anfassen irgendwie. Nee, aber da ist die Krone von Karsus. Also auf der Minimap wird sie da angezeigt. Ich mag die Aufstellung hier. Wo sind denn die ganzen Editiden eigentlich? Die stehen da oben rum. Da ganz am Ende, wie sind das? 4, 5. Aber man kann hier an der Seite vier. Auflaufen, ah. Genau. Also 4 Editiden ganz vorne.
Dann unsere Traumwächter, der Drache und der Imperator. Ja. Sehe ich richtig, oder? Das heißt unsere Traumwächter? Ach so. Die Figuren. Jetzt. Ja, die Figuren. Ich weiß gar nicht mehr, welche meine war. Ich drück jetzt mal auf Verbündete, du ruf mich, hab keine Ahnung, was ich dann. Oder willst du das machen? Mach du das mal. Ich mach das mal. Dann bin ich nicht schuld. Ich kann jetzt auswählen, wenn ich rufe. Ich ruf mal auf jeden Fall den Jurgir, oder? Das ist eine Aktion. Wenn ich das mache, kann ich nichts anderes machen. Aber theoretisch können ja alle vier Verbündete rufen. Wie viele Verbündete haben wir denn? Ja, dann könnten wir vier davon holen, wenn wir wollen. Dann machen wir das doch einfach. Also ich glaube auch, speichern nochmal und dann holen wir einfach mal alle vier. Ja. Ich stell mal den... Oh, ich muss unbedingt schnell aufs Klo, bevor wir das hier machen. Aber stell den ruhig hin, wo du willst. Ich geh schnell aufs Klo, Simon. Ich muss auch aufs Klo. Dann... Ich geh erstmal Pipi und dann mach ich das. Bis gleich.